Ich war 3 Tage lang in Hamburg, habe mich durch Schnee und Regen gekämpft, war im Miniaturwunderland, im Harry Potter Musical und noch in vielen anderen Attraktionen. Hier ist, was alles passiert ist. ,40 breites Bett. Hier kann man ins Bad sehen. Das finde ich richtig cool. Da ist auch ein Vorhang, den man zuziehen kann, falls man das nicht will. Da Dusche. Hier Waschbecken. Hier ist so der Eingangsbereich. Hier kommt man rein. Das ist die Tür nach draußen. Und ein offenes Bad hier mit dem Spiegel. Und hier die offene Dusche auch. Aber man sieht, ich habe gerade geduscht. Zimmer ist ziemlich gut gelegen, es ist Viertelstunde von der Elbphilharmonie weg, Hotel Pier 3 heißt es. Ja, ziemlich cooles Hotel, mehr brauche ich glaube ich gar nicht dazu sagen, wollte aber eine kurze Zimmerführung geben. Hinter mir ist die St. Nikolai-Kirche. Schon 1195 wurde angefangen, sie zu bauen. Und 700 Jahre ungefähr hat sie auch gehalten. Aber im Zweiten Weltkrieg 1943, wo Hamburg zerbombt wurde, wurde auch die St. Nikolai-Kirche hart erwischt. Und es ist nur noch das übrig geblieben, was ihr hier seht. Es sind dann immer wieder Steine runtergekommen. Man hat sich überlegt, saniert man das, lässt man das Ganze so. Mittlerweile wurde beschlossen, man saniert immer weiter, dass keine Gefahr mehr für Passanten besteht, aber es wird als Denkmal für den Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung Hamburgs weiterhin hier für Besucher offen gehalten. Ich weiß nicht, ob hier gerade Ebbe ist oder ob einfach irgendwo ein Wehr zu ist, aber es sieht doch noch ganz schön wenig Wasser aus. Man sieht auch da hinten, sind Enten gerade am Planschen und obwohl die im Wasser sind, ist es da auch noch wahrscheinlich maximal Knietiefe überall. Schon faszinierend. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite, halbe Stunde später ungefähr, maximal. Da drüben standen wir vor und ich habe hier gezeigt, dass da Enten waren, die da schön geplanscht haben und man hat hier überall Schlamm gesehen und jetzt kommt einfach die Flut und man sieht überhaupt gar keinen Schlamm mehr. Also wenn ich hier runterfilme, da hinten war es ganz krass, da ist überhaupt gar kein Wasser durchgeflossen und jetzt sieht man gar keinen Schlamm mehr. Also die Flut hier ist anscheinend relativ stark. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber, again what learned, heute haben wir kennengelernt, dass es eine Scientology-Kirchen e.V. gibt, wo man sich Sachen anschauen kann. So, es ist jetzt 11:30 Uhr. Theater ist fertig. Wir waren beim verwunschenen Kind. Und ich werde jetzt noch ein bisschen drüber reden, aber erstmal, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Also, erstmal noch hier, jetzt so auf dem Weg. Es war mega geil.
So, Harry Potter Talk, ihr werdet hier unten sehen, wie lange das Ganze dauert, denn es werden Spoiler drin sein, weil ich natürlich auch ein bisschen über die Story reden werde. Grundsätzlich fand ich es richtig geil. Für jeden Harry Potter Fan eigentlich eine echt gute Erfahrung, auch für Nicht-Harry Potter Fans, weil es ein wirklich gutes Theater ist. Das ist schon der erste Punkt. Ich dachte, es wäre ein Musical. Ja, es ist ein Theater, die singen nicht. Es ist richtig gut geschauspielert. Es ist viel mit Magie, also so kleinen Taschenspielertricks, aber auch mit Special Effects. Finde ich richtig cool gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Servus, hier ist es Zukunfts-Ich. Und ich wollte eigentlich in meinem Video sagen, dass das, was mich am meisten gestört hat an dem Musical, die Besetzung von Hermine Granger ist. Da man aus den Filmen einfach nur Emma Watson als Hermine Granger kennt. Aber im Theaterstück wurde Hermine Granger sowohl im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum als dunkelhäutig besetzt. Im Buch wird aber nur beschrieben, dass Hermine brown eyes und frizzy hair hat und es wird nichts über ihre Hautfarbe gesagt. Das hatte ich eigentlich als Kritikpunkt, aber im Nachhinein muss ich das somit revidieren, da natürlich es den Schaustellern frei ist, wie sie Hermine besetzen wollen. Und ich finde diese Auswahl auch gar nicht schlecht getroffen. Richtig schlechtes Wetter gerade, es regnet. Gut, dass wir um 8.30 Uhr unseren Slot haben fürs Miniatur Wunderland und dann erstmal, weiß nicht, 5-6 Stunden drinnen sein können im Warmen. So, jetzt müssen wir hier über diese Wiese laufen. Ich bin eher Fan von Sonnenschein als von Regen. Also kann schon schön sein, aber nicht bei so einem Wetter. Naja. Wir sehen uns wieder im Miniatur Wunderland.
So, Miniatur Wunderland ist abgehakt, war richtig geil. Eine Sache, die richtig speziell war, die wahrscheinlich oder ziemlich sicher niemand mehr miterleben wird. Heute war die Einjahr-Gedenkfeier des Kriegsanfangs in der Ukraine. Und deswegen hat Hamburg, richtig schön finde ich, eine Gedenkminute gemacht. Von 12 Uhr bis 12 Uhr 1 hieß Hamburg steht still. Und da hat auch das Miniatur Wunderland mitgemacht. Ich weiß nicht, wie das außerhalb war. Ob da wirklich alle Autos stehen geblieben sind. Jeder, die eine Minute an den Krieg in der Ukraine gedacht hat. Im Miniatur Wunderland sind alle S-Bahnen stillgestanden. Sie haben es kurz dunkel gemacht. Vielen Dank für diesen bewegenden Moment. Ich wünsche mir ganz von Herzen, dass diese starken Gefühle bei den Betroffenen ankommen und auch bei den Menschen, die es ändern können, dass wir heute in einem Jahr nicht wieder hier stehen. Vielen Dank. So, ich weiß nicht, ob man sehen kann, das Wetter hinter mir ist schöner. Wir gehen jetzt raus Richtung Elbphilharmonie, weil wir gesagt haben, ja, sobald es schön ist, gehen wir dahin. Das brauchen wir jetzt nicht anschauen, wenn es irgendwie regnet, wenn es neblig ist und so weiter. Gehen in die Richtung, schauen ein bisschen den Hafen an, dann geht es Richtung Alter Elbtunnel und am Abend dann auf die Reeperbahn. So, da hinten sieht man die Elbphilharmonie und wir haben 5 Minuten des Sonnenscheins erwischt und auf der Kamera, aber die Wolken werden weniger, aber der Wind wird stärker. Aber ich finde, Wind sieht man auf den Bildern nicht und Sonnenschein macht das Ganze doch ein bisschen geiler, also es ist doch gar nicht schlecht. Wie gesagt, da hinten Elbphilharmonie, da der Hafen, hier hinter den Gebäuden ist auch nochmal der Hafen. Ah, das ist doch eigentlich ein ganz schöner Ausblick hier. Also bei Sonne ist Hamburg doch deutlich schöner als bei Regen. So, ich bin jetzt auf der 360 Grad Aussichtsplattform der Elbphilharmonie. 360 Grad, man kann nicht komplett außenrum schauen auf einmal, aber man kann komplett rundherum gehen. Ihr seht hinten, hinter mir den Hafen. Hier ist Hamburg, da ist das Kriegsdenkmal. Da sieht man überall über Hamburg. Man kann einmal komplett außenrum gehen. Ist zwar nicht ganz so hoch wie gedacht, aber trotzdem ganz schön. Einziger Kritikpunkt, den Wind können Sie ein bisschen abschalten. Nee, es ist hier ziemlich windig oben, also Sachen festhalten, alles was lose ist, kann wegfliegen. Aber es ist ganz schön. Vorher war auch noch die Sonne kurz draußen. Ist wirklich schön, lohnt sich hier hochzukommen. Das hier hinter uns ist der Barkenpark. Ist ganz cool zum Anschauen, wahrscheinlich im Sommer, wenn es wärmer ist, noch cooler. Da sind Fitnessgeräte, da ist ein Basketballcourt und einfach Platz zum Hinsetzen. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Jugendtreff. Finde ich ganz cool, wenn es so in jeder Stadt geben würde, weil es einfach ganz cool ist, dass sich hier Leute treffen und zusammen Zeit verbringen.
So, wir sind jetzt im Platten und Blumen, beziehungsweise im Garten daneben. Ich glaube, im Sommer ist ja richtig cool, aber man sieht doch da hinten, das da sollten eigentlich so coole Wasserlichtspiele sein. Aber es fehlt das Wasser und irgendwie auch das Licht. Gut ist im Winter, ist halt alles ein bisschen kahler, aber fehlt halt einfach irgendwas. Auf den Bildern schaut es ganz cool aus und ich glaube, im Sommer ist es auch. Aber jetzt ist halt gerade ein bisschen ausgestorben. So, das sind schöne Wasserkaskaden, nur ohne Wasser. Aber es gibt hier in dem Wasserbereich und da hinten ist auch noch ein Wasserbereich anscheinend Aale, Schildkröten und jede Menge andere Fische. Aber die sieht man halt gerade nicht, weil das Wasser auch ziemlich trüb ist. Aber die lassen sich teilweise sogar an der Oberfläche blicken. Das heißt, wenn man Glück hat, kann man hier Schildkröten in diesen wunderschönen Platten und Blumen oder Wallgraben finden. So, ich bin hier vor dem Millerntor-Stadion. Für die, die es nicht wissen, Stadion des FC St. Pauli wurde 1910 gegründet und gilt so als eigentlich der Kultverein Hamburgs, obwohl der HSV seit Anbeginn der Bundesliga, natürlich bis zum Abstieg des HSV, in der Bundesliga war und meines Wissens auch gerade so zu Zeiten von Uwe Seeler insgesamt auf die Geschichte des deutschen Fußballs erfolgreicher war. Aber hier hinter mir Millerntor-Stadion und natürlich als Sport-Channel muss ich auch ein bisschen so die sportliche Seite Hamburgs covern und deswegen sind wir auch hier, schauen uns das Ganze kurz von außen an. Ich finde es doch, es schaut relativ cool aus. Der FC St. Pauli, ihr wisst, wie ihr gesehen wird, eher als Ultraverein, aber auch als ziemlich offener Verein. Und das sieht man hier auch an der LGBTQ-Flagge am Stadion entlang. Finde ich ziemlich cool. Das finde ich nur, wenn man einfach mal vorbeischauen muss. So, was ich ziemlich geil finde hier, Parkplatz vorm St. Pauli-Stadion, vorm Millerntor-Stadion. Und hier sind Kitesurfer auf Skateboards unterwegs, zwei Stück. Finde ich richtig geil, dass sie das hier nutzen und es geht auch dementsprechend viel Wind. Aber es ist ultra geil, der eine lernt es gerade, der andere schaut schon richtig gut aus. Finde ich ziemlich geil. Weiß nicht, ob man es gescheit sieht, sollte man eigentlich gescheit sehen, aber hier schaut ziemlich geil aus. Coole Sache. Also der Wetterbericht hat gesagt, heute regnet es nicht und er hat nicht gelogen, weil es schneit. Ja, windig ist auf jeden Fall schon. Aber Schneesturm in Hamburg ist schon geil. Nee, eigentlich nicht. Das ist irgendwie... I don't know, nicht so schön. Man sagt immer, in den Alpen ist das Wetter schlimm, aber hier ist Schneesturm und da hinten ist einfach blauer Himmel. Und wir sitzen hier so, stehen hier so und wollten jetzt gerade in die Stadt gehen und keine Ahnung, ob das eine kluge Idee ist. Aber wir können ja nirgends anders hin. Wir gehen jetzt. Wir waren gerade im Café, haben das schöne Wetter ausgesessen und jetzt sind wir wieder hier unterwegs. Da vorne schneit es noch. Wir sind jetzt fertig mit dem Urlaub. Wir fahren jetzt noch Bus, S-Bahn und dann fliegen wir heim. Fazit: Hamburg ist schön. Im Sommer ziemlich sicher schöner. Hotel war top. Theater war ziemlich geil. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.